Hallo, liebe Zuschauer von OSTV, wieder mal ein Programmhinweis, diesmal für den Tag der Regionen. Die meisten nennen den das Erntedankfest. Ausrichter diesmal in der Gemeinde Barleben ist der Heimatverein Heike Hildebrand, Vorsitzende dieses Heimatvereins. Heike, wie nennt ihr denn diesen Tag intern? Also wir sind Teilnehmer am Tag der Regionen. Ja, es gibt innerhalb der Region wohl über 1000 Veranstaltungen und wir sind eine davon. Jetzt ist der Heimatverein das erste Mal alleiniger Ausrichter dieses Tages. Bei uns in der Einheitsgemeinde hat das viel Mühe bereitet? Ja, sehr viel Mühe. Es waren ganz, ganz viele Helfer mit dabei, die unheimlich geholfen haben, aber das ist für einen ehrenamtlichen Verein auch wirklich eine Herausforderung. Die scheint ihr aber gut zu bewältigen, denn während wir hier reden, wird unten schon das erste aufgebaut. Am Samstag ist es soweit, da haben wir jetzt also noch, sagen wir mal, gut 36 Stunden Zeit. Was wird denn am Samstag im Einzelnen passieren? Also es wird ganz, ganz viel geboten. Es wird ein Kinderprogramm geben mit Kutschfahrten und Ponyreiten und Hüpfburg. Es wird Schmaltstühle geben, es wird was zu trinken geben, was zu essen geben. Man kann sich angucken, was eine Biene eigentlich so produziert und wie das läuft. Kann Honig kaufen, man kann Schmaltstühlen erwerben. Man kann natürlich ganz viel reden oder auch sich die Kultur ansehen oder an den Wettbewerben teilnehmen. Und dann Wettbewerbe, das ist das nächste Thema. Ab 11 Uhr, hast du mir erzählt, kann man seine Wettbewerbsprodukte abgeben. Womit rechnet ihr da? Also mit ganz, ganz vielen. Das wissen wir ja in den vergangenen Jahren, dass die Barleber also wirklich drauf warten und ein Jahr produzieren für das Erntedankfest, damit dann auch wirklich dort eine tolle Sache bei herauskommt. Ja, wir sind gespannt und sind bereit von 11 Uhr bis 13 Uhr. 13 Uhr ist Schluss. Dann muss es soweit sein, weil wir brauchen ja ein bisschen Zeit, um die Sachen alle zu präsentieren, hinzustellen, mit Nummern zu versehen, damit wirklich niemand weiß, wer hinter der Nummer steht und die Jury nachher ganz anonym und wirklich nur das Beste sich auswählt und sagt, das ist es und nicht, na, der hat das vorhin gebracht, der könnte jetzt mein Favorit sein. Das wollen wir so ausschließen. Anonyme Wahl und irgendwie kann man bei der Gelegenheit auch Erntekönig oder Erntekönigin werden. Was muss man da machen? Natürlich kann man Erntekönig werden. Wenn man sich einen tollen Strauß zusammenstellt, ich hoffe alleine, kann man sowohl Erntekönig als auch Erntekönigin werden. Und es ist nicht Bedingung, dass man das aus dem eigenen Garten holt. Man soll es nur nicht bitte nicht mopsen. 14 Uhr geht's dann los, offiziell mit dem Programm. Diesmal haben wir sogar internationale Gäste dabei. Ja, also wir haben keine großen Stars aus der deutschen, mitteldeutschen Geschichte, sondern wir machen es wirklich mit eigenen Leuten. Wir haben unsere Vereine, also Oka Live, Tanzgruppe 50 Plus, Chor Concordia, aber wir haben auch ein Folklore-Ensemble aus Minsk mit im Programm. Also ganz viel unterschiedliche tolle Sachen, von ganz kleinen Tanzmäusen bis zu den Senioren. Parallel zu dieser Messe, Erntedank, Tag der Regionen, ist erstmalig im Barleben eine Gesundheitsmesse geplant. Was wissen wir darüber? Na, noch nicht so sehr viel, aber wir sind unheimlich gespannt. Wir wissen alle, dass der demografische Wandel uns auch betrifft. Und dementsprechend, ja, vielleicht ist es eine Veranstaltung, die dann in Zukunft häufiger stattfindet. Wir sind gespannt, wir schauen uns das an. Also, es lohnt sich am Samstag, wenn Sie am Wettbewerb teilnehmen, ab 11, wenn Sie einfach nur mit Freunden und Verwandten Spaß haben wollen, ab 14 Uhr. Tag der Regionen rund um die Barleber Mittellandhalle ab 18 Uhr, Tanz in den Herbst, so nennen wir das mal. Sie sind alle recht herzlich eingeladen.